Hallo und herzlich willkommen auf meinem Channel und in Darkies World. Ja, heute machen wir mal ein bisschen Hardware-Schock. Ja, so ein kleiner Lifehack. Ne? Ich soll da jetzt einen Rechner zusammenbauen und habe da so ein doofes Laufwerk gekriegt, weil es angeblich nicht funktioniert. Und bevor ich das jetzt einbaue, habe ich gedacht, dann zeige ich euch mal, wie ich das teste. Dazu habe ich so eine kleine Teststation aufgebaut und habe da mal ein paar Laufwerke hingestellt, ob die denn einfach überhaupt nur gehen. Gut, man könnte jetzt einen Rechner aufmachen, reinschieben, bla bla, habe ich aber keine Böcke zu. Na, muss sowieso ein paar Laufwerke checken, ob die noch in Ordnung sind, die ich da mal geschenkt bekommen habe, ob die zumindest öffnen. Lesen, das kann man also dann nur wirklich dann am Dienst machen. Und da kommen wir jetzt auch gleich zu, ne, zu unserem Hardware-Schock. Ja, und dann habe ich sowieso noch den nächsten Lüfter zu testen hier. Wo ist das gute Stück drin? Ne? Da kommen wir dann gleich anschließend im nächsten Video zu. Für mein neues Projekt. Ne? Deswegen habe ich dann gleich meine Testlast drauf gemacht. So, und jetzt wollen wir auch nicht mehr weiter quatschen. Dann geht's jetzt los zum Hardware-Check? Nee, Hardware-Schock. So, wie ihr seht, dann nehmt ihr euch so ein altes Netzteil hier. Ne? Ich habe das jetzt mit einem Tester überdrückt, man kann das auch mit Kabeln überdrücken. Ne? Schaltet mal das Ding ein. Dann macht das jetzt noch mal ein bisschen Piep. Ne? Und dann nehmen wir mal die Kamera für die Nahaufnahme. Oh, wir sind jetzt wie im Studio hier. Ne? Mal gucken, ob das jetzt so auch funktioniert. Jetzt kann man natürlich prüfen, ob das so jetzt funktioniert. Dazu nehmen wir uns jetzt erstmal, hier habe ich ein normales Modex mit einem Modex-Stecker dran und da ich das Netzteil noch ein bisschen älter ist, ist hier halt ein Übergangsstecker dran auf den SATA-Anschluss oder für die SATA-Laufwerke. Ne? Jetzt schalten wir das Ding mal ein, das funktioniert noch. Hört sich zwar nicht mehr schick an, aber zur Not würde das nochmal gehen. Aber glaube ich auch schon eine Tonne. Na? Und dann gucken wir mal das. Hier habe ich mir jetzt so einen kleinen, falls es nicht aufgeht. Ja, und wie ihr hört, klack. Das hin. Definitiv. Also das wäre jetzt das Laufwerk gewesen, was ich hätte einbauen müssen in den Upgrade-Rechner, den ich da jetzt für meinen Kumpel bauen soll. Das kann er nicht von der Tränen. Da ist nur noch Klacken. Also man kann es jetzt mit so einem Teil so, das kriegt er dazu. Meistens ist das so eine Notöffnung. Na, also wenn euch mal die CD nicht raufgeht, habt ihr die Notöffnung, da reicht irgendwie ein Draht oder so. Na? Und dann kann man das auch schieben. Will er nicht so wirklich beim ersten Mal. Da geht keine Brille auf. Selbst das tut er nicht mehr. Na, also es geht dann irgendwann mal, wenn man richtig trifft, ne? Aber das Ding ist echt hin. Definitiv. Also wieder das klappt. Ne? Ja, das war es dann schon mal mit unserem Live-Test hier. Ne? Also nichts. Ich mache die Dinger, man könnte die jetzt aufmachen und da hin und her rumschrauben. Machen wir nicht. Wegschmeißen, Feierabend. Laufwerk kostet ab 12 Euro oder so. Gut. So. Mal hoffen, dass das funktioniert. Das hört sich mal sauber an. Da muss ich ihm wohl das erstmal von machen. Ja, ist immer schlecht, wenn man wenig Budget und wenig Kohle hat. Na, oder nicht viel ausgeben will. Das ist aber in Ordnung. Dann wird es mit eingebaut und getestet, ob das noch liegt. Okay, das war es jetzt hier an dieser Stelle. So, da sind wir wieder zurück aus meiner Welt manchmal. Ja, das Leben eines Technikers ist nicht immer einfach. Ja, das könnt ihr so machen. Also wie gesagt, ein Laufwerk, da hat man immer das Kabel schnell überbrücken. Und für die Schrauber, die wissen dann, wie man das überbrückt. Na? War jetzt nur mal so ein kleines, geckiges Teil, damit ich mir nicht, habe ich mir ein bisschen Arbeit erspart. Wie gesagt, ich muss ja mehr testen.
Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, dieses kleine Video. Ne? Ich trinke jetzt mal noch Käffchen, Mahlzeit. Weil der Tag ist jetzt Kampftag. Ne? Ja, und wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst ein Like da, aber bitte kein Diss. Ich stehe doch nur auf Likes. Und lasst ein Abo da unten, würde mich freuen. Und zum nächsten Mal kommen wir dann vielleicht zu irgendeinem anderen Läufig. Das war ja nun Hardware Schock und Schrott. Ne? Da gehen die erstmal gleich in die Mülltonne. Okay, wir sehen uns wieder zum nächsten Mal auf meinem Channel, hoffe ich doch. Und bis dahin sehen wir uns, da kann ich mich nur verabschieden an dieser Stelle. Ja, ich mache nicht gescriptet, ich spreche freie Hand. Sagt das so schön. Bis zum nächsten Mal auf meinem Channel. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schöne Woche. Und bis dahin sage ich auf Wiedersehen, bye bye und adios. Zum nächsten Hardware Schock. Hardware Shake.